Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Der Haftbefehl wird aufgehoben mit Entlassungsersuchen zurück. Frau Ebner, Freispruch ist es nicht. Und zwar deshalb, weil Sie sich schlecht gefühlt haben. Sie wussten nicht, dass es auf Alkohol zurückzuführen ist. Deshalb, wenn Sie es gewusst hätten, dass Sie alkoholisiert gewesen wären, wäre diese Strafe hier, auch wegen fahrlässiger Tötung, ganz anders und deutlich höher ausgefallen. Vermutlich sogar, jedenfalls bei diesem Gericht, ohne Bewährung. So, das heißt, Sie haben das eingeschätzt, schmecken muss man so einen Schnaps nicht unbedingt, als ob Sie ein Kreislaufproblem haben. Nur, es ist ganz klar so, wer noch nicht fahren kann, ob Kreislauf oder Alkohol, so lang bleibt man stehen. Nur wenn Sie, obwohl Sie sich schlecht fühlen, losfahren und so dicht auch auffahren, wie Sie es gemacht haben, dann tragen Sie dafür auch eine schuldhafte Mitverantwortlichkeit. Natürlich dann, man fragt sich dann immer, ja, ein Menschenleben für 800 Euro. Das ist eben immer die Frage der Fahrlässigkeit. Das heißt, der Vorwurf hier, der Schuldvorwurf, ist ausgesprochen gering, aber er fehlt nicht. Deshalb die Geldstrafe für Sie. Alles andere, ihr das einzutrichtern, damit man Sie im Grunde genommen los wird, meinetwegen, meine Damen, meinetwegen. Aber dann achtet man auch darauf, wie man Sie los wird, dass Sie nämlich nicht auf die Schier steigt. Die große Verantwortung, die liegt bei Ihnen beiden. Und dass ich es erst hier auch noch gehört habe, hat dazu geführt, dass diese Frau, wenn man so will, zu Unrecht über Wochen in Untersuchungshaft war und ihr Kind zu ihrer Mutter geben musste. Das denken Sie bitte auch einmal nochmal nach. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Das Ermittlungsverfahren gegen Andrea Felten wegen fahrlässiger Tötung wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 4.000 Euro eingestellt. Alois Sedelmeier wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr zur Bewährung verurteilt. Das Ermittlungsverfahren gegen Silvia Bayer wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen wurde mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.